Herzlich willkommen bei ImmoExpert. Ich stelle dir heute die Frage: Ist es möglich, im Vorfeld schon den Käufer zu kennen, der deine Immobilie erwerben wird oder erwerben möchte? Ich sage eindeutig ja. Vielleicht nicht direkt denjenigen konkret, aber heute geht es um Zielgruppen. Wie sprichst du deinen zukünftigen Käufer richtig an und interessierst genau diesen Käufer, der deine Immobilie kaufen wird, für deine Immobilie? Das schauen wir uns an, direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei ImmoExpert. Mein Name ist Ilka Fietz und wir haben heute das Thema Zielgruppe. Was ist eine Zielgruppe? Warum solltest du deine Zielgruppe kennen? Welche Zielgruppen gibt es überhaupt? Und wie kannst du die jeweilige Zielgruppe für deine Immobilie ja heiß machen, sag ich mal, dass sie Lust haben, deine Immobilie zu kaufen? Eine Zielgruppe ist quasi die Personenmenge, die ganz speziell auf deine Immobilie passen wird, die speziell sich für deine Immobilie interessiert und sich deswegen interessiert, weil du sie mit einem bestimmten Vokabular ansprichst. Warum ist es wichtig, die Zielgruppe zu kennen? Weil natürlich jede einzelne Zielgruppe für sich, welche Zielgruppen es gibt, kommen wir gleich drauf, weil jede Zielgruppe einen ganz bestimmten Fokus hat und ganz bestimmte Sachen sucht oder nicht sucht, Dinge, Dienstleistungen, die ihnen wichtig sind, darauf schaut, guckt, wie die Immobilie liegt und dementsprechend auch eine Immobilie aussucht. Und so kannst du, wenn du deine Zielgruppe kennst und deren Bedürfnisse kennst, kannst du in deinem Exposé, in deiner Exposé-Überschrift schon ganz konkret diese Personen ansprechen. Welche Zielgruppen gibt es nun eigentlich? Im Grunde gibt es ganz viele Zielgruppen, aber so die hauptsächlichen, die am Markt vorkommen, sind zum Beispiel Singles oder Pärchen. Wenn du zum Beispiel eine kleine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung hast, dann könnte es sein, dass die ganz speziell für Singles oder Pärchen prädestiniert ist. Und wenn die vielleicht dann auch noch in einem Szenebezirk liegt, wo viel Jugendliche oder junge Leute unterwegs sind, dann könntest du deine Immobilie, diese Wohnung ganz speziell auf diese Paare und diese Singles ja, mit dem Vokabular ausrichten, indem du sagst, es liegt in einem Szeneviertel oder es sind Studiumsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, Bars, Diskotheken, Clubs, ganz in der Nähe. Vieles oder alles ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad gut erreichbar. Und da sprichst du natürlich genau dieses Klientel an. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, eine Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung könnte ja auch für Senioren zutreffen. Das stimmt, aber wahrscheinlich werden Senioren, auch eine Zielgruppe, sicherlich nicht unbedingt in ein Szeneviertel ziehen, wo es nachts laut ist. Aber wenn du eine sehr zentrale Wohnung hast, Senioren bevorzugen zwei und kleine Dreizimmerwohnungen, wo sie vielleicht noch mit ihrem Lebenspartner einziehen können, aber irgendwann sagen, okay, vielleicht ist irgendwann einer von uns beiden nicht mehr, die Wohnung sollte groß genug für zwei, aber eben auch nicht zu groß sein, dass dann zum Ende es auch für eine Person sich gut wohnen und leben lässt. Und Senioren sind fokussiert zum Beispiel auf Stichpunkte wie gute Busverbindung, Ärzte, Cafés, kulturelle Einrichtungen, was ist da in der Nähe, was können sie schnell erreichen. Das sind Sachen, worauf Senioren achten und natürlich kannst du auch schon in der Überschrift direkt Senioren ansprechen. Ein anderes Thema sind Familien, also gerade im Bereich Einfamilienhäuser werden weniger Singles oder Senioren kaufen, es werden halt Familien kaufen.
Und insofern in der Überschrift wieder ein Highlight, familiengerecht oder familienfreundlich oder das Zuhause für ihre Kinder, jetzt mal so ein ganz kurzes Slogans genannt. Und Familien ist wichtig, wo auch öffentliche Verbindungen, ÖPNV, öffentliche Verkehrsverbindungen, wo sind Schulen, Kitas, was für Schulen sind da, was für Kindergärten und Kitas sind da, welche Öffnungszeiten haben die, nehmen die vielleicht auch also haben die auch Kleinkindgruppen, also Kinderkrippen quasi integriert. Solche Sachen sind das, was Familien ansprechen. Ist ein großer Garten da? Ist Platz für Familiennachwuchs? Wie viele Zimmer gibt es? Wie viele Kinder passen in das Haus rein? Gibt es einen See oder Spielplätze in der Nähe? Das sind alles Punkte, die du in dein Exposé integrieren solltest, damit sich diese Zielgruppe, die Zielgruppe Familie, sich sofort von deinem Exposé angesprochen fühlt. Und noch eine nächste klassische Zielgruppe ist die Zielgruppe der Kapitalanleger. Auch gerade kleinere Wohnungen, Einzimmer, Zweizimmer bis Dreizimmer, das ist so das Beuteschema von Kapitalanlegern. Und da ist ganz wichtig zu sagen, wie beständig sind die Mieter dort oder wie gut ist die Vermietbarkeit der Wohnung. Wie hoch sind die Mieten? Was kann die Wohnung in Zukunft erzielen an Mieten? Gibt es Mietsteigerungspotenzial bei den bestehenden Mietverträgen? Oder wie lange ist der Mieter, der jetzt schon drin wohnt, schon drin? Wie wurde erhöht die letzten Jahre? Was ist möglich bei Renovierung und Sanierungen an Mieterhöhungen? Alles so eine Sachen kannst du im Vorfeld recherchieren und damit ein Kapitalanleger deine Immobilie schmackhaft machen. Und wenn du für jede jeweilige Zielgruppe, wo du denkst, deine Immobilie ist für diese Zielgruppe perfekt geeignet, dann triffst du genau die Bedürfnisse bei dieser Zielgruppe, steigerst das Verlangen und wirst merken, dass du viel mehr Besichtigungen hast mit von Kaufinteressenten, die tatsächlich auf deine Immobilie passen. Und das ist ja das Ziel, wenig Besichtigungen mit den richtigen Kaufinteressenten. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Däumchen hoch. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf dich und aufs nächste Video. Bis dann, deine Ilka von ImmoExpert.